Die Eislaufbahn von Vancouver. Eigentlich hätte das Holz für die Decke auf dem Müll landen sollen. Es stammt aus Wäldern, die von Insekten verwüstet worden waren. Trotzdem wurde das Holz verbaut. Denn hier gibt es zwar reichlich davon, doch Kanada will die umweltfreundlichsten Winterspiele der Olympiageschichte ausrichten. Damit die Kanadier diese Spiele unterstützen, mussten wir Umweltfragen angehen. Am erstaunlichsten und am aufregendsten war die Entdeckung, dass man wirklich viel tun kann, was Kohlenstoffemission, Abfall und Soziales angeht, auch im Vorfeld. In diesem Stadion mit 8000 Plätzen etwa wird die Hitze wiederverwendet, die beim Vereisen der Laufbahnen entsteht. Draußen wird Regenwasser gesammelt, das dann zur WC-Spülung und zum Bewässern genutzt wird. Das Schwierigste war es, die Idee der nachhaltigen Entwicklung überall in die Organisation einzubetten. Es geht nicht nur um den Bau von Sportstätten oder das tägliche Verhalten. Es beginnt vor den Spielen und dauert danach an. Ein Gebäude hat sich bereits ein Umweltlabel gesichert. Die Erweiterung des Kongresszentrums von Vancouver, wo Fernsehsender aus der ganzen Welt sitzen werden. 6 Hektar begrünte Dächer mit 25 Pflanzenarten und 4 Bienenstöcken. Gras, Blumen und Erdbeeren werden mit Brauchwasser gegossen, das vor Ort aufgearbeitet wird. Beleuchtung und Heizung sind energiesparend. Zu den Winterspielen soll das ganze Gebäude klimaneutral bewirtschaftet werden. Vor Jahren war die Sicherheit die größte Sorge. Heute wollen die Benutzer vor allem wissen, ob alles umweltfreundlich und nachhaltig ist. Bei den Winterspielen 2010 ist dies wohl der Fall. Vancouver soll der Welt zeigen, dass Nachhaltigkeit und Hochleistungssport zusammengehen können und das Ganze auch noch im olympischen Geiste. Dabei sein ist alles.